Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World. Der letzten Folge habe ich ja den Aschenkampf mit Elecmon verloren. Und aus dem Grund habe ich einen Neustart gemacht. Damit sich das hoffentlich auch nicht wieder wiederholt. Ich hoffe halt mal, dass es sich nicht wieder wiederholt. Das wäre schade. Aber mit der MP und Ding, die hat MP und LE, da ist halt doch ein bisschen schwieriger, einen Kampf zu gewinnen, ne? So, probieren wir es mal gegen Betamon. Ne, heißt er nicht Betamon, ich glaube Modika Betamon oder sowas. Ich habe den Namen nicht genau im Kopf, aber das probieren wir jetzt nochmal. Und außerdem möchte ich ja sowieso, dass mit Digimon demnächst noch auf den Boden macht. Damit es zu Sukamon wird. Komm schon, mach es fertig, bitte. Geht doch. Also, wie er sich freut, ist echt ein bisschen erbärmlich, würde ich mal sagen. Kein Pilz. Auch kein Pilz. Ich würde mal sagen, das Beste, um ihn dazu zu bringen, dass er jetzt die nächsten Häufchen macht, ist das Trainieren. Und ich würde sagen, wir machen die MP. LE. Wenn er große Häufchen machen will, dann muss er gut essen. Immer noch Hunger? Natürlich. Und es wird zu Zuckermann. Ja, freu dich, solange du noch in Zukunft bist. Ich sehe dich weniger als Partner, sondern eher so als Putztruppe. Ne? Thank you.
Das waren jetzt drei und vier und müsste es da nicht noch mehr Häufchen geben? Ach nee, 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 ich hatte ja schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ich hatte schon einmal einen Numemon. Ist hier das Häufchen noch da oder ist es durch den Umbau verschwunden? Durch den Umbau verschwunden. Okay. Gut, so kann man. Dann holen wir uns jetzt dieses Zauberei. Aber erstmal will ich schlafen, dann schlaf bitte. Sichern und schlafen. Ja, ich möchte Sache etwas mitnehmen, und zwar das Zauberei bitte. Und jetzt digitiert das wieder. Also es digitiert heute ziemlich viel. Ne? Wie jetzt? Es hat immer noch erbärmliche Werte. Toll! Halt! Ich kann neues Fleisch holen. Danke. Es geht hinter ihm durch. Klasse. Also, da dein Angriffswert meiner Meinung nach ja in Ordnung ist, beziehungsweise er in Ordnung war, musst du jetzt erstmal ein bisschen trainieren. Wie viel es frisst. Also meiner Meinung nach ist es relativ viel. Bisher sind es schon drei Stückchen und das will noch mehr, also vier Stückchen. Da war Mamimon eindeutig pflegeleichter. Metall-Mamimon, Entschuldigung.
Nochmal so, das kann nicht angehen, dass er darauf zu viel Fleisch ist. Verdammt! Das Teil frisst mich aus dem Land! Und ich dachte schon, meine Freundin ist schlimm. Das hat doch gerade vor 2 Stunden was gehabt. Okay, ich sag so, es hat den Namen einer Katze, die frisst auch relativ viel. Wer hatte den Namen eigentlich vorgeschlagen? Ich glaube, es war auf Facebook, muss ich mal nachschauen. Es ist erschöpft. Oh. Das ist aber ein digitaler Mann. Aber okay, wir behalten eine Müdigkeit, das ist wichtig. Weil ein müdes Digimon. Der früher. Vieh frisst einfach echt viel zu viel. Und das muss meiner Meinung nach auch relativ oft auf die Toilette. Zu oft, meiner Meinung nach. Naja, aber auf jeden Fall mit meinem Digi, mit diesem Digimon hier brauche ich definitiv nicht kämpfen. Ich meine, klar, es hat ein paar geile Attacken drauf, muss ich schon sagen. Ein paar echt geile Attacken, aber trotzdem. Kämpfen, das kann ich nicken. Zum Kämpfen ist einfach viel zu schwach. Zum Glück gibt es einige Digimons, die ich ohne Kampf bekomme, wie zum Beispiel jetzt Vegimon. Zum Beispiel. Aber Notiz an mich. Digitationsgegenstände zu Ultra-Level nicht gut. So, schlechte Idee.
sicher noch schlafen. Danke für das Hüftdeck. Ja, das war gerade so ein Traubenschimmel. Und wehe, ich treffe auf Pixibot. Dann gibt's Ärger hier. Weil mit diesem Vieh schaffe ich auch kein Pixibot. Aber hallo, ist ja gefährlich hier. Da. Schade. Toll sieht das aus. Toll sieht das aus. Sie sprießt. Sie hat sich bewegt. Ob das die geheimnisvolle Pflanze ist, von der alle reden? Sie verdorrt, wenn ich nichts unternehme. Regenfrucht. Tolle Sache. Ein Wegimon. Hey. Hi, ich bin Wegimon. Nein, ein Pflanzen-Digimon. Ach, übrigens, magst du Gemüse? Warum fragst du mich nach Gemüse? Klar mag ich es. Wer Gemüse mag, muss ein netter Kerl sein. Hä? Na gut, ich komme mit. Ganz schön hartnäckig. Hey, warte doch. Dann komme ich eben nicht mit. Leb wohl. Entscheide dich. Was soll ich tun? Komm mit in die Stadt und hilf uns. Könnte ich eigentlich tun. Ich bin schon lange hier. Und wer gibt uns in die Stadt? Jetzt gibt's in der Stadt größeres, besseres Fleisch. Ich glaube Filet. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es Steak? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es ist Filet. Weil das andere ist ja Gammelfleisch. So, jetzt haben wir Wegimon in der Stadt und jetzt gibt es größeres Fleisch, Filets oder Steaks, weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, fahren wir jetzt gleich. Das sollte die Stadt auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Haha, Palmer nimmt mir den Kopf.
Wir haben noch nicht morgen. Möchtest du Gemüse kaufen? Nein, danke. Bis dann. Okay, dann erfahren wir es halt morgen, was es gibt. Und nehmen wir es mit dem Teil hier noch ein bisschen trainieren. Echt jetzt? Es wundert mich, dass es keinen Hunger hat. Aber scheinbar frisst dieses Teil auf jeden Fall genauso viel wie mein Ding. Mein Zucker und so, so viel ich weiß, ist Zucker ja auch ein Vielfraß, oder? Komm noch zweimal. Schau mal frei für heute. Sonst ist er wieder erschöpft. Das wollen wir ja nicht. Digipilz.